Warum hast du deine langen Haare geschnitten? Ja, damals musste einfach mal eine Typveränderung her. Lange Haare sind im Sommer immer ein bisschen nervig, ein bisschen warm. Daher ja, habe ich die Haare dann abgeschnitten. Meine Freundin findet es auch besser so. Die langen Haare haben sie dann teilweise gestört, weil sie die Haare dann ein bisschen kürzer getragen hat und ich teilweise längere Haare hatte. Und das im Bad dann auch nicht so ganz hygienisch ist, habe ich es abgeschnitten. Nächste Frage: Wer ist deiner Meinung nach der beste Spieler, gegen den du jemals gespielt hast? Ich habe ja schon des Öfteren mit Schalke gegen Real Madrid gespielt, daher ja, würde ich sagen, dass es Cristiano Ronaldo ist, der zwar in den Spielen nicht ganz so auffällig war, aber trotzdem, ich glaube, in 4 Spielen damals 5 Tore gemacht hat. Daher kann ich sagen, dass Cristiano Ronaldo der beste Gegenspieler war, gegen den ich jemals gespielt habe. Sind Rafa Zichos und Birger Vestrate mit dir verwandt? Nee, ich glaube, das wüsste ich oder wäre was schiefgelaufen bei uns in der Familie. Also soweit ich weiß nicht, habe es aber schon des Öfteren gehört. Links- oder rechtsrheinisch? Ja, geboren bin ich rechtsrheinisch in Köln-Hohlweide. Bin auch dann in Buchheim aufgewachsen. Später sind wir dann nach Bergisch-Gladbach gezogen. Aber mittlerweile wohne ich natürlich unweit des Stadions, linksrheinisch. Ja, und will auch nicht mehr weg hier. Welchen deiner ehemaligen Mitspieler vermisst du am meisten? Ja, ich glaube, hier beim FC ist das definitiv Kocka Rausch. Wir haben von Anfang an, wir sind ja zusammen hier hingekommen und hatten von Anfang an ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Wir sind auch jetzt noch weiter im Kontakt. Daher würde ich sagen, dass ich ihn am meisten vermisse. Welche Person war für dich immer schon ein Vorbild? Also wenn ich das mal aufs Fußballerische beziehe, fand ich immer Zinedine Zidane überragend. Auch jetzt noch als Persönlichkeit, als Trainer ist das so eine Person, die ich mir von klein auf eigentlich als Vorbild genommen habe. Wer von dir und Toni ist jetzt wirklich die Frau in der Beziehung? Ja, ich wusste, dass die Frage kommt. Toni hat ja groß getönt. Aber man sagt ja, Hunde, die bellen, beißen nicht. Daher ja, belasse ich das mal dabei. Ihr könnt euch alle selber was dazu denken. Ich lasse es mal unkommentiert. Zufrieden in deiner Beziehung mit Toni? Ja, alles gut bei uns beiden. Ich kann mich nicht beklagen. Er macht sauber zu Hause und macht den Abwasch. Daher ja, kann ich mich wirklich nicht beschweren. Mein kölsches Lieblingsessen? Oh. Ja, das ist eigentlich ganz klassisch der halbe Hahn. Wer aus der Mannschaft ist der Beste in FIFA? Die Frage kann ich schwer beantworten, weil ich selber schon lange Zeit kein FIFA mehr spiele, immer mal wieder, aber lass es 1-2 Mal im Jahr sein. Früher klar des Öfteren, aber ja, mittlerweile glaube ich, würde ich auch einen drüber bekommen, wenn ich zu Hause sitzen würde und FIFA spielen würde. Weil bei mir kann es dann auch mal zu Ausrastern kommen und wenn dann die Joysticks durch die Gegend fliegen. Und die eine oder andere Sache oder der ein oder andere Gegenstand bei uns im Haus beschädigt wird, kommt das nicht so gut an bei meiner Lebensgefährtin. Was ist am FC so besonders für dich? Ja, ich bin seit klein auf Fan. Ich habe das durch die Familie eigentlich in die Wiege gelegt bekommen, habe das im Blut. War früher mit meinem Vater und meinem Opa hier beim Training gucken, war im alten Müngersdorfer Stadion. Daher. Ja, brauche ich, glaube ich, nicht viel mehr dazu sagen, was den FC für mich so besonders macht. Dein Lieblingskarnevalslied? Boah, da gibt es viele. Wenn man jetzt die Hymne vom FC als Karnevalslied bezeichnen würde, ich meine, es läuft ja ein Karneval rauf und runter, dann würde ich schon die Hymne als mein Lieblingskarnevalslied bezeichnen. Wer kann besser singen, du oder Louis Schaub? Also, ich kann definitiv gar nicht singen. Louis habe ich noch nie beim Singen zugehört. Vielleicht überrascht er mich da mal. Ich werde gleich direkt mal in die Kabine gehen und ihn fragen, ob er mir was vorträllert. Aber wie gesagt, ich bin da relativ untalentiert. Deshalb würde ich mal sagen, dass der Louis definitiv besser singen kann als ich. Wer hat die beste Frisur im Team? Boah, was ausgefallen ist, haben wir ja gar nicht so dabei. Mit den langen Haaren hätte ich jetzt gesagt ich, aber sonst fällt mir da eigentlich nichts Großartiges ein. Der Einzige, der so ein bisschen außer der Reihe tanzt, ist vielleicht John Cordoma mit seinem Irokesen. Aber großartig, was Spezielles oder was Ausgefallenes, kann ich bei uns in der Mannschaft da jetzt nicht ausmachen. Welche Jahreszeit magst du am liebsten? Ja, ist bei mir ganz klar der Sommer.
Ich finde es schön, wenn man draußen rumlaufen kann, essen gehen kann in der Stadt, im T-Shirt in kurzer Hose rumlaufen kann, anstatt mit Jacke, Schal und Mütze. Daher ist für mich der Sommer die schönste Jahreszeit. Wann geht deine Schauspielkarriere weiter? Ja, die Karriere habe ich jetzt noch nicht so großartig angepeilt. Es hat Spaß gemacht, mal da reinzugucken und zu sehen, wie es so ist. Es ist definitiv anstrengender, als man sich das vorstellt. Ich hatte nette Kollegen da am Set und ein bisschen Nervosität oder ein bisschen viel Nervosität war natürlich am Anfang auch dabei. Aber sie haben es mir einfach gemacht und ich hatte definitiv Spaß bei der Sache. Was war der emotionalste Moment in deiner Karriere? Boah, das ist schwer. Ich habe jetzt schon so viele Jahre, so viele Spiele. Ich würde sagen, damals, als ich in Dortmund für Schalke ein Derby-Tor erzielt habe und wir das Derby dann auch gewonnen haben, das war, glaube ich, mein drittes Profijahr. Da war ich noch relativ jung und Dortmund hatte schon eine gute Mannschaft, die davor in den Jahren relativ viele Titel auch geholt hatte. Und man weiß ja, was Schalke, Dortmund, was dahinter steht an Emotionalität. Daher, glaube ich, war das so der emotionalste Moment in meiner Karriere. Welches ist das schönste Veld? Ja gut, ich wohne mittlerweile in Müngersdorf, daher würde ich ganz klar sagen, dass es Müngersdorf ist und linksrheinisch. Es gibt definitiv auch noch andere schöne, aber ich fühle mich eigentlich ganz wohl in Müngersdorf. Welchen Job würdest du lieber machen und warum? Teambusfahrer oder Zeugwart? Oh, ich glaube, als Zeugwart oder unsere beiden haben definitiv mehr zu tun als der Busfahrer. Daher würde ich dann den Busfahrer machen, weil Zeugwart ist schon eine Menge Arbeit. Die zwei, die schuften ohne Ende. Was ich so mitbekomme. Daher wäre es für mich eher der Busfahrer. Warum machst du immer so komische Sachen? Anthony Modest. Ja, ich weiß nicht, was er mit komischen Sachen meint, aber wie gesagt, er soll sich auf den Abwasch und das Putzen zu Hause konzentrieren. Da hat er genug zu tun.